Wissenschaftler lassen in der Antarktis einen Wetterballon aufsteigen. Die Flugobjekte eignen sich hervorragend zum Sammeln von Daten zu Wetter und Klima in hohen Luftschichten. Doch auch beim Ausspionieren fremder Gebiete kommen Ballons immer wieder zum Einsatz. Wie jetzt womöglich im Fall der chinesischen Flugobjekte in Nord- und Lateinamerika. Auffällig bei dem vom US-Militär abgeschossenen Ballon, der wie ein Wetterballon aussah, war laut Experten seine große Ladung. Dies könnte ein Hinweis auf die darin enthaltene Elektronik zum Manövrieren und möglicherweise zum Sammeln von Informationen sein. Ein solcher Ballon kann Experten zufolge seine Höhe durch das Erkennen von Luftveränderungen selbst anpassen oder aus der Ferne gelenkt werden. Der Ballon hatte vielleicht eine Fehlfunktion. Diese Ballons können in einer Höhe von 20.000 bis mehr als 30.000 Metern eingesetzt werden. Dieser hier war wohl eher in einer Höhe von 14.000 Metern unterwegs. Das ist schon ziemlich niedrig. Im Vergleich zu Satelliten sind Ballons weitaus schwerer angreifbar, weil sie nicht so leicht vom Radar erkannt werden. Außerdem entweicht das enthaltene Helium nur langsam, wenn der Ballon beschossen wird. Zudem können sich die Ballons relativ lange über einem Ziel aufhalten, im Gegensatz zu Satelliten, die nie stillstehen.